Energie ist ein Begriff der Physik. Es gibt jede Menge Energie, etwa von der Sonne. Entweder direkt von den Sonnenstrahlen oder indirekt vom Wind. Das bringt 100.000 Mal mehr Energie, als wir heute verbrauchen. Am neu gegründeten Institut für Nachhaltigkeit in Potsdam plant Carlo Rubbia die Energieversorgung der Zukunft. Kohle, mit der noch immer über 40% der Energie in Deutschland gewonnen wird, soll in seinem Konzept keine Rolle mehr spielen. Wir produzieren Kohle, stoßen mit ihr CO2 aus, das in die Atmosphäre geht. Wie lange bleibt es da? Nur wenige wissen die Antwort und die ist absolut unglaublich. Die durchschnittliche Lebenszeit von CO2 in der Luft ist 30.000 Jahre. Der Hauptteil des Feuers, mit dem Caligula Rom niederbrannte, ist immer noch in der Luft. Der Physik-Nobelpreisträger will ein globales Konzept, um erneuerbare Energien zu fördern. Für erneuerbare Energien braucht man neue Transportmittel. Man muss Wege bauen, um die Energie dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Mit klassischen Hochspannungsleitungen ist das nicht möglich. Wir arbeiten an einer interessanten Lösung, der Supraleitung. Für Supraleiter, die zum Beispiel Solarstrom verlustfrei über weite Entfernungen leiten können, zeigt die Industrie aber noch wenig Interesse. Europa, speziell Deutschland, sollte begreifen, dass erneuerbare Energien ein tolles Geschäft für die Zukunft sind. Es bietet die Chance, Märkte zu dominieren. Und was ist mit der Atomkraft? Wird sie in Zukunft nach Meinung des Physikers noch eine Rolle spielen? Auf die Frage, ob es in 300 oder 400 Jahren noch Atomkraft gibt, würde ich antworten, ja. Aber die Technologie wird auf ganz anderen Prinzipien beruhen. Eines, das noch entwickelt wird, ist die Kernfusion. Das ist vielleicht jetzt noch ein Traum, aber Wissenschaftler müssen träumen. Nur so können wir die Zukunft gestalten. Dafür ist das neue Institut in Potsdam der perfekte Ort, findet Rubbia. In diesem Think Tank kann er Spitzenforscher aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenführen. Sein wissenschaftlicher Ruf als Nobelpreisträger kann ihm dabei nur helfen.